Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum 13. Türchen des Adventskalender. Heute wollen wir uns Twitter mal genauer anschauen, beziehungsweise Twitter-Accounts, und zwar mit dem Tool von Luca Hammer. Der hat ein Analyse-Tool für Twitter entwickelt, wo man einen Account angeben kann und dann dazu einige Informationen bekommt. Wann postet die Person zum Beispiel, wie häufig postet die, all solche Informationen bekommt man da. Und ja, ich würde sagen, schauen wir da einfach mal vorbei. Der Link dazu ist wie immer unten in der Infobox. Ja, und ich möchte mir heute beispielhaft mit euch mal meinen Twitter-Account anschauen, weil dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, wieso an dem Tag so viel gepostet wurde oder wieso das so und so ist. Das machen wir mit meinem Account mal beispielhaft. Wie ich euch am Ende aber auch noch erzählen werde, kann man den natürlich auch journalistisch nutzen. Und wie das geht, hat zum Beispiel Bleiwüsten vorgemacht. Mehr dazu aber gleich später. Wir schauen uns jetzt erstmal das Tool an. Man kommt hier oben so auf die Seite von diesem Account Analysis Tool. Und was ich da schon super sympathisch finde, ist hier unten dieser graue Kasten, so dieser graubläuliche. Und zwar können die Anzeigen verschwinden, wenn ich Luca, der das Tool gemacht hat, folge bei Twitter. Super lustig. Welchen Schritt wir vielleicht übersprungen haben, weil ich da schon drin bin, ist, dass wenn man auf die Seite kommt, man sich einfach mit seinem Twitter-Account anmeldet. Macht ja auch Sinn, der soll ja da auf Twitter eben auch zugreifen können. Und zwar genau das hier oben würde ich jetzt mal machen. Und zwar wollen wir uns meinen Account anschauen. Ich heiße da einfach Johanna Daher, so zusammengeschrieben, und dann klickt man schon auf Analyse. Schauen wir uns mal meinen täglichen Rhythmus an. Es sieht so aus, als ob ich relativ viel poste. Da sind auf jeden Fall sehr viele Felder, die so einen rötlichen Ton haben. Umso dunkler das Rot, umso mehr Tweets. Zum Beispiel habe ich hier mal 14 Tweets verfasst. Okay, krass. Wir können ja mal schauen, wann das war. Da habe ich einfach drauf geklickt. Und zwar war das hier im Oktober. Und ich blätter mal weiter nach unten. Nee, das war was anderes. Und ziehe hier so das Feld drüber, um mal zu schauen, okay, was waren da eigentlich? Was habe ich denn da so gemacht? Ah, okay. In dem Zeitraum war ich auf dem Scoop Camp. Das ist eine Journalistenkonferenz, die war in Hamburg. Und da ist natürlich klar, dass ich so viele Tweets in einzelnen Vorträgen abgesetzt habe. So, dann würde ich sagen, dass wir jetzt das einfach mal auf Reset klicken und mal schauen, was man dann noch so sieht. Also wir wissen, okay, hier im Oktober war scheinbar, das ist dieser große Peak da, da war das Scoop Camp. Aber hier vorne sticht auch noch was heraus. Wenn wir uns das jetzt genauer anschauen wollen, klicken wir da eben drauf, sodass dieser graue Balken, manchmal ist das so ein bisschen schwierig, den zu fassen, dass der so entsteht. Und wir genauso den Zeitraum so über den Peak schieben können. Ihr seht das da hoffentlich. Genau. So, und dann blättern wir nach unten und schauen mal, was das genau war. Okay, also hier ist auch cool, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Da geht es um Hashtags und so. Da kriegt man noch ganz viele andere coole Infos. Also ich mag das mega. Und da sehen wir schon, okay, da war die andere Journalistenkonferenz, auf der ich in diesem Jahr war, und zwar die Netzwerkrecherche. Das sieht man hier schon an NR18, war der offizielle Hashtag dazu. Und das hier oben sind zum Beispiel alles Leute, die da auch mit mir waren. Und da sieht man schon, ich habe Marie-Louise zum Beispiel auch retweetet oder was dazu gesehen. Genau wie von Martin. Habe selber ganz viel über die einzelnen Konferenzen da irgendwie getwittert. Und deshalb zeigt es mir hier oben an, okay, da war mein Tweet-Volumen enorm groß an dem Tag. So, ich resette das mal wieder. Dann schauen wir einfach mal unten, was ich so am meisten retweete und von wem und wem ich so am meisten antworte. Und zwar kann sich gerade als erstes natürlich freuen der Lennart, dem ich scheinbar enorm viel antworte. Genau wie der Daniela oder Sandra von Radio machen, heißt sie bei Twitter. Oder
auch dem Frank. Dann, von wem retweete ich eigentlich die meisten Sachen? Das ist ganz klar die Add-on Game Konferenz. Die findet übrigens auch jetzt wieder statt in 2019. Da sind wir gerade aktuell noch in den Planungen. Link dazu findet ihr auch unten in der Infobox. 1. und 2. Juni 2019. Save the date. Das ist natürlich klar, davon retweete ich alles. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ja, mein Baby so. Danach darf sich freuen über meine Retweets der Frank, das ist der Online-Chef vom MDR Sachsen-Anhalt, den retweete ich scheinbar ziemlich häufig. Damit zusammenhängt auch den MDR Sachsen-Anhalt. Da muss ich sagen, da retweete ich natürlich auch häufig, wenn ich auch selber was verfasst habe. Danach gefallen mir scheinbar vom Luca zum Beispiel, der auch beim MDR Sachsen-Anhalt arbeitet, die Tweets enorm gut. Ja, und all das kann man sich da eben anschauen. Und dann meine Lieblings-Hashtags. Wenig überraschend ist Hashtag Genrerator, den ich hier wegen dem Genrerator-Projekt natürlich am häufigsten verwende. Falls du das noch nicht kennst, unten auch in der Infobox der Link dazu. Genau wie zu den ganzen anderen Sachen zur Netzwerkrecherche, die ich vorhin angesprochen habe, habe ich ein eigenes Video hier auf YouTube zum Beispiel gemacht. Das verlinke ich dir auch in der Infobox und am Ende von diesem Video. Ja, der zweitmeiste Hashtag bei mir, Hashtag Add-on18. Auch wenig überraschend, in diesem Jahr die Game-Konferenz, der offizielle Hashtag dazu. Und dann Platz Nummer 3, der Adventulender. Wie schön, der hat es schon geschafft mit seinem Hashtag, den ich so häufig verwende, bei mir ganz weit oben eben zu landen. Ich bin auf das Tool aufmerksam geworden durch die coole Homepage Bleiwüsten. Da habe ich das gesehen. Ich kannte das vorher noch nicht und ich kenne leider auch Luca nicht persönlich. Sonst hätte ich das vielleicht mal bei ihm irgendwie gesehen oder auf Twitter mitbekommen. Darüber habe ich das gefunden und die zeigen nochmal genauer bei sich auf der Homepage, dass man sich jetzt nicht nur angucken kann, ja cool, was die Johanna da so macht, sondern dass man das ganze Tool, und deshalb zeige ich euch das heute hier auch im Adventulender, auch journalistisch nutzen kann. Und zwar würde ich euch das jetzt auch einfach mal einblenden. So sieht oben das Titelbild aus, was Bleiwüsten verwendet hat. Man sieht schon, okay, Twitter zusammen mit Donald Trump. Denn man kann jetzt natürlich, und das sagen auch die Kollegen, sich verschiedene Beispiele anschauen. Zum Beispiel, wann Trump irgendwie scheinbar pennen geht, weil er so regelmäßig postet, dass man immer merkt, okay, ab der und der Uhrzeit kommen keine Tweets mehr von ihm, dann scheint er zum Beispiel abends zu schlafen. Oder das Erste, was er morgens macht, ist scheinbar recht häufig auch einen Tweet abzusetzen. Das heißt, dann um die Uhrzeit scheint er wach zu werden. Sowas kann man sich auch anschauen. Und ich finde, hinter solchen Daten und dieser Analyse stecken einfach noch viel, viel mehr Geschichten, die man sich auch mal anschauen kann. Weshalb ich euch dieses Tool echt ans Herz legen möchte. Probiert es einfach mal gerne aus, wie das bei euch funktioniert, um auch mal zu schauen, okay, wie poste ich eigentlich, was ist da bei mir so? Das fand ich gerade auch echt interessant mal zu sehen. Und wie gesagt, schaut mal nach journalistischen Geschichten, die sich auch hinter solchen Daten verstecken können. Viel Spaß beim Analysieren. Das war's erstmal für heute wieder. Ich hoffe, dass dir dieses Tool auch gefallen hat. Ich meine, es ist super easy umzusetzen und wie gesagt, hat ein echt großes Potenzial, wie ich finde. Deshalb danke nochmal an der Stelle, Luca, dass du dieses Tool ja geschaffen hast. Und ja, wenn dir das Tool auch gefällt, lass doch mal einen Daumen nach oben da, damit ich sehe, ob du solche Analyse-Tools auch echt gut findest und es magst, dass die auch ein Teil hier im Adventulender geworden sind. Außerdem fände ich es natürlich wie immer auch cool, wenn ihr unten kommentiert und vielleicht sogar ein Abo da lasst. Das heißt, einmal auf Abonnieren klicken. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und dann bekommst du auch noch die weiteren Türchen des Adventulenders mit, was da noch so passiert. Denn ich sage jetzt erstmal Tschüss und hoffentlich bis morgen.